Diese Woche schauen wir ein bisschen zurück. Das Jackpot-Special kennen vielleicht manche von euch noch, davon auch einen Gast. Dieser wird heute sein Glück versuchen, die Million zu erreichen. Wer das ist, findet heraus. Gleich beim Beginn einer neuen Folge von Wer wird Millionär? So, und damit willkommen bei einer weiteren Folge unserer Lieblings-Game-Show hier auf YouTube und diesem schönen Channel. Wie ich schon angedeutet, haben wir Besuch diese Folge dabei. Jemand von euch sollte vielleicht noch sich an das Jackpot-Special erinnern, was wir vor knapp 2 Jahren gemacht haben. Da ging es ja wild zu und unter anderem war er auch in Staffel 2, ich glaube ein, zweimal dabei. Es ist der liebe Glocken-M. Willkommen zurück. Hallo, guten Abend. Ich freue mich sehr, auch wieder hier dabei zu sein. Bist schon nervös, oder? Boah, nervös bin ich schon, wieder hier zu sein. Ich hoffe, dass ich diesmal mindestens 500 schaffe. Also ich will nicht nochmal bei 0 rausfliegen. Das sollten wir verhindert bekommen. Also mit 0 nach Hause gehen. Das kriegen wir hin, die Staffel zu retten. Abseits davon, dass du gleich anfängst zu spielen. Wir machen einfach nur, weil es dazugehört, die Auslaufgabe, damit einfach nochmal alle was zum Raten haben. Denn die lautet: Ordnen Sie plus minus x, also mal und geteilt, nacheinander die Rechnung zu, in der Sie korrekterweise an der Stelle des Fragezeichens gesetzt werden können. 6 gleich 3, 2, 6 ist gleich 4, 2, 6 ist gleich 8, 2, 6 ist gleich 12, 2. B, C, A, D. B, C, A, D, deine Reihenfolge. Mal gucken, was jetzt richtig ist. Also das Plus setzen wir ein, bei 6 ist gleich 4 plus 2. Dann haben wir minus 6 ist gleich 8 minus 2. Dann folgt A mit 6 ist gleich 3 mal 2. Und zum Schluss haben wir 6 ist gleich 12 durch 2. B, C, A, D, richtig gemacht. Wer hat noch hinbekommen? Oh, insgesamt haben 7 hinbekommen. Am schnellsten war der Dritte. Glückwunsch. Und ab geht's. Jawohl. So. So, da wären wir. Endlich wieder in der Mitte. Und die erste Entscheidung des Abends ist ja Risikovariante oder klassisch? Auf jeden Fall, hallo, diese schöne Kamerafahrt hier. Ich mach diesmal einen Angriff. Mit 4 also? Sehr richtig. Gut, dann versuchen wir das. Immerhin ist 4 besser als 3. Und wir starten zum Aufwärmen mal mit der ersten Frage für 50. Hoffentlich geht das gut. Das kriegen wir hin. Wo ist auf der Sauberkeit bedachte Autofahrer oft anzutreffen? Putzweg, Spülallee, Waschstraße, Saugasse. In der Waschstraße. Richtige Antwort. Schon mal ein Fuffi. Wir verdoppeln auf 100. Wer das Land mit dem Balaton nicht besonders mag, möchte nach... Dänemark, Dänemark, Polen, Polen, Ungarn, Ungarn, Spanien, Spanien. Möchte nach Ungarn, Ungarn. Jawohl. Ist ja schon wieder 2x C. Wer weiß, wie oft es noch kommt. Lass uns mal überraschen. Weiß, wer weiß. So, dritte Frage. Dritte Frage, sie lautet... Wie nennt man jemanden, der sich sonderbar benennt? Ist das seltsamer Habicht, schrulliger Uhu, merkwürdiger Bussard oder komischer Kauz? Ich denke, es ist der komische Kauz. Der komische Kauz ist auch richtig.
halt. Bis jetzt immer so, man hat so immer Angst und dann. Bäh. Ja. Die Angst kommt ist erst, wenn du eine Frage nicht weißt und dich dann falsch reinredest. Das ist dann der Schlimme dabei eher. Aber das war ging ja noch gut. Guck mal für 300 Euro, was da rauskommt. Was benutzt die Hausfrau beim Backen? Jetzt kommt's. Triebmittel, Sexpillen, Lustverstärker, Pornosubstanzen. oh Gott. D kann ich definitiv schon mal ausschließen. Bleib noch drei. Glaube ich auch. Hausfrau beim Backen mal überlegen. Ich denke, das ist Triebmittel. Willst du es auch nehmen? Final Answer. Gut so, einer der es richtig macht. Jawohl! Boah. Jetzt kommt die Sicherheitsstufe. 500, da sind schon diese Woche in den USA welche rausgekommen, die letzte. Als was gelten Euro und US-Dollar? Als Währung. Segelkapital, Mastfinanzen, Rudergeld oder Ankerwährungen? Eigentlich als Währungen. Also willst du den nehmen? Oh Gott. Das ist schon wieder so diese Unsicherheit. Die wird wohl heute noch öfters kommen. Boah, also mal. Jetzt muss ich mal kurz selber überlegen. Lass dir Zeit. Du hast noch alle vier Joker. Ah. Was davon klingt schon mal ganz blöd? A und B. Bleiben noch zwei übrig. Ich sag jetzt einfach D. Letzte Antwort. Richtig! Boah. Somit sind die 500 sicher, das heißt die Blamage ist schon mal verhindert. Und es sieht zwar ganz gut aus, da bin ich auch oft. 500 Euro, alle vier Joker. Hilfe, ich mag es nicht, wenn die Kamera so nah bei mir ist. Okay, geh ich schon wieder weg. So. 1000. Ja. Von wem behauptet der Volksmund? 3 Tage kommt sie, 3 Tage bleibt sie, 3 Tage geht sie. Erkältung, Nachbarskatze oder Flut, Schwiegermutter. Also, Schwiegermutter wäre ein Traum. Oder am besten, sie sollte gar nicht erst kommen. also ich hätte schon, bevor die 4 Antworten gekommen wären, hätte ich sogar schon Erkältung gesagt, weil die bleibt ja, im Normalfall dauert sie ja 7 bis 14 Tage an. Ja. Ich hatte ja selbst im Winter, letzten Winter hatte ich auch eine Erkältung gehabt und nach 7 Tagen war es einfach wieder alles beim Alten. Konnte damit so eine Woche schulfrei genießen. Ja. Die hat doch jeder gern. Ich sag einfach mal, Nachbarskatze wäre vielleicht auch schön oder lustig. ich sag aber, Erkältung. Endgültige Antwort. 3 Tage kommt sie, 3 Tage bleibt sie, 3 Tage geht sie. Richtige Antwort. Super. Na siehst du, geht doch. Ja. Euro. Immer noch alle Joker da. Keine Angst. Ja. Wie heißt eine chinesische Meditations- und Heilmethode? Interessant. Qigong, Shuifeng, Zetsung, Xiaoping. Wenn ich
mich richtig erinnere, meine ich schon mal was von Antwort C gehört zu haben. Ich meine es nur. Tja, da das kommt die Unsicherheit ins Spiel. Ja. Es geht hier natürlich auch um viel Geld. Und du wirst ja mehr oder weniger sogar öffentlich geteigt. Gerade mehr oder weniger. Ja. Das macht es für mich auch immer schwierig. Es guckt uns nur jemand im Internet zu, aber es guckt uns niemand hier gerade live zu, also hier im Studio. Das stimmt allerdings, aber die Nachwelt wird es irgendwann sehen. Ja. Also schon wenn du ist meine, meine Blamage vom Jackpot-Special schon mal wieder ausgeglichen? Das in jedem Fall. Wenn du einen Joker nehmen willst, ist ein Fehler, Telefon früh rauszuhauen, weil ab so 8000, ja, keine Ahnung mehr. Also,50-50 Telefon, Publikum, Zusatz oder riskieren. Ich nehme das Geld. Und vor allem auch bei 0 Euro, ich nehme das Geld. Das wäre lustig. Ja, ich habe das sogar schon mal beim DVD-Spiel habe ich schon mal gemacht und ausprobiert. Ich aber interessanterweise auch. Ich wollte aber nur sehen, wie der guckt und was er sagt. Warum aber haben sie überhaupt gespielt? Sie haben natürlich gar nichts gewonnen. Die Frage ist ja, was machen wir jetzt hier in deinem Fall? Ja, also ich möchte erstmal die Spannung auch bei mir haben. Ich höre die Musik leider nicht, deswegen mache ich mal die Musik bei mir gerade mal an. Ich suche mal hier so im Soundtrack-Ordner, suche ich mir mal den entsprechenden Soundtrack, suche ich mir gerade aus. 2000 Euro. Ja. Okay, jetzt spannend genug. Ich habe die Musik jetzt auch mal drauf. Na dann. Dann auch um die Entscheidung kommst du nicht drum rum. Was hast du im Kopf? Ein oder zwei Antworten? Also ich hätte im Kopf, entweder C hätte ich auch vielleicht im Kopf oder vielleicht auch A oder vielleicht auch B oder D. Jetzt hast du alles genannt. Die Frage ist ja, was... Oder vielleicht auch G. Ich nehme X für Exit. Y. Was du machst. Ja. Ich nehme Antwort T. Telefonjoker also. Ne? Ja. Dann schmeißen wir den mal rein. Letzte Antwort, Telefonjoker. Gut, Telefonjoker sollte sein. Die Frage ist 1, 2 oder 3. Aller guten Dinge sind 3. Also nehmen wir den dritten unbekannten Freund. Hoffentlich weiß er's. Mal klingeln so, lassen. 30 Sekunden, bitte, los! Erst gucken, wo er rangeht. So, es klingelt erst. Lass klingeln. Ah, da ist jemand da. Mal gucken, ob er das weiß. Zeit läuft ab jetzt. Ja. Wie heißt die Methode? Ist das Qigong, Shui Feng, Zetsung oder Xiaoping? Ganz intuitiv für die Antwort A oder tut B. Tut mir leid, aber ich bin echt überfragt. Ich habe leider absolut keine Ahnung. Ich kann dir nicht weiterhelfen. Er würde okay, spontan eher. Er würde spontan eher annehmen. Könnte? Spontan eher? Okay, macht nichts. Trotzdem danke für deine Hilfe. Und tschüss. Tschaußen. Intuitiv A, aber risikoreiche Antwort. Okay. Lass mich raten, wenn ich jetzt die 50-50 nehme und dann ist es A oder und wenn A oder C übrig bleibt, dann bringe ich das Team verdammt nochmal um.
Ich schmeiß von dem Punkt aus die Joker in der Reihenfolge raus, wie sie mir am meisten weiterhelfen. Wenn du jetzt 50-50 nimmst, Risiko ist da, dass genau die beiden stehen bleiben. Wärst du wieder in derselben Situation wie jetzt. Deswegen würde ich jetzt raten, ein Telefon entweder Publikum oder Zusatz zu nehmen, dass in jedem Fall eine ohne weiterkommt, so eine Frage. Weil die wissen es beide definitiv. Wenn du jetzt natürlich bei 50-50 A stehen bleibt und 10 nicht, dann nimmst du A. Ich frag mal das unsichtbare Publikum. Also alle. Das heißt auch, diejenigen, die zuschauen, dürfen wieder mitraten. Wie heißt eine chinesische Wie heißt eine chinesische Meditations- und Heilmethode? A, Qi, Hong, B, Shui, Feng, C, Zetong und C, Xiaoping. Alle dürfen gerne mitraten und in die Kommentare schreiben. Klaus und meinen Job, wie immer. Und stimmt bitte jetzt ab. Ich klau den Job, wie immer. Ja, schnell. Mir geht, läuft die Zeit ab. Also Telefonjoker sagte A und der Telefonjoker sagte A, Publikum sagt ebenfalls A, Qigong. Willst du dich denen anschließen oder nicht? Ich nehme Nein, ich nehme A. Letztes Wort? Final Answer. So, nehmen wir das an. Und es ist ja natürlich richtig. Final Answer. 2000 ja, Euro. Das ist gut. Gut. 2000 sind geschafft. Wir gehen auf 4000. Hier bitte bleiben. Wir gehen auf 4000. Wo sorgen die Bender-Zwillinge seit einiger Zeit für Schlagzeilen? In Hollywood? In der Großen Koalition? In den Single-Charts? Oder in der Fußball-Bundesliga? Dazu muss ich erstmal nochmal den Soundtrack wechseln. Genau, hockst am Studio mit dem MP3-Player. Hier ist wirklich am besten. Ich finde, der Soundtrack hier ist richtig beruhigend und am besten. Vor allem, weil er auch einmal im Slumdog-Millionär kurz zu hören war. I don't know. In jedem Fall kenne ich die Frage, also ich weiß es jetzt schon definitiv. Ja. Hab mir den Film öfters mal angeguckt. Hast du eine Idee, was es sein könnte? Die Bender-Zwillinge. Hätte Fahrradkette. Die Frage wurde in der Show gestellt. Mhm. Ist mir schon klar, dass es Fragen aus der Show sind. Ja, wir sind ja auch welche dabei, die nicht gestellt wurden. Und ich vermute auch aktuell. Nicht zwingend, aber gilt immer noch dasselbe, ja. Die Bender-Zwillinge. Das kann man wissen. Überlegen. Irgendwas klingelt da bei mir irgendwie. Aber wo nochmal? Ich meine, ich hätte die mal irgendwie mit Fußball so in Verbindung gebracht. Wie heißen sie denn? Bist du kaum so drauf, wie sie heißen? Weiß ich selbst nicht, aber auf jeden Fall, Bender, irgendwas klingelt da bei mir bei mit Fußball. Oh, wie hieß der eine? Also ich könnte die, glaube ich, eher nur mit Fußball in Verbindung bringen und ich meine davon schon mal was gehört zu haben. Dann hast du ja einen. Wenn du einen hast, müsste der zweite ja auch da sein. Ist der eine nicht Lars? Nein, so hieß ich. Wenn der eine da ist, muss der andere auch da sein.
Also spricht das dafür, dass du dich Ich meine, ich festlegen hätte es willst? wirklich mal mit. Es spricht dafür, dass ich sage, Final Answer D, Fußball-Bundesliga. Sobald die magischen Worte fallen, ist die Antwort immer drin. Ein Rückweg ist nicht möglich. Aber du lagst recht insofern, nämlich die beiden heißen Sven Bender und Lars Bender. Ach, richtig cool. Und gerade an dem Punkt hat auch der Soundtrack bei mir aufgehört. Na, das hat gepasst. So, zwei Joker noch da, 8.000 Euro, das könnten noch 16.000, könnten Jetzt will ich reinkommen. auch mal wieder. Jetzt will ich auch mal die Frage stellen. Du willst die Frage Jetzt will ich stellen? auch mal die Frage stellen. Na dann, lies vor. Ich will auch wieder deinen Job klauen. Dann mach's einmal. Ja. Alles klar, her damit. Alles klar. Für Schlagzeilen sorgte zu Jahresbeginn, dass man in Colorado als erstem Bundesstaat in der Geschichte der USA fortan legal Rasen mähen darf, Wiesen wässern soll, Gras kaufen kann oder Heu ernten muss. Also ich sehe schon, bisschen, sie merkt schon, du hast einen kleinen Delay, glaube ich, drin. Bisschen Verzögerung zu mir. Tja, die Frage ist ja an dich gestellt. Ja, Weißt du es denn selbst? Verzögerung kann sein. Ja, 2 Sekunden hast du Pi mal Daumen, aber das macht nichts. Hast du eine Idee? So, hab jetzt auch mal gerade wieder den Soundtrack gewechselt. Was darf man da legal? Legal. Was darf man denn legal? Dann. C könnte man ja schon so zweideutig so verstehen, also Gras. Ich schätze, alle wissen, wovon ich rede. Ja. Das eine krassen das andere. Ich habe ja noch zwei Joker. 50-50 im Zusatz. Das stimmt. Und ich will auch die 16.000 schaffen. Hätte ich nämlich vor als Ziel. Aber mein Ziel ist eigentlich schon erreicht, 500. Ich sag mal so, wenn du jetzt bei der Frage 50-50 Joker nehmen solltest und du hast eine Tendenz zwischen 2 und nimmst das Richtige, kommst du weiter. Wenn du bei der nächsten Frage dann keine Ahnung hast, weiß es Zusatzjoker definitiv. Deswegen ist die Frage, wie du jetzt beide einsetzen willst. Ob du jetzt zuerst den Besten rausnehmen willst und beim nächsten Poker willst oder jetzt Poker willst und beim nächsten richtig liegen willst. Also, Was tun wir? Was war das für ein Bing, ey? Googlest du gerade etwa? Nein, ich will mich hier an die Regeln halten. Sehr gut. Das klingt wie so eine Rezeptionsklingel irgendwie. Was tun wir? Alter. Einer der 19 Glocken, die ich hier aufgehängt habe in meinem Zimmer. Gut, dass das Discord ein bisschen leiser gemacht, aber es hätte uns ein bisschen in den Ohren wehgetan. Ah, jetzt ist der Soundtrack aus. Trotzdem muss ich entscheiden. Ja. Zwei Joker hast du. Oder geh Risiko.
Übrigens habe ich auch nur die Glocke geläutet, die vom Ton her gut passt. Zu dem Soundtrack jetzt gerade. Aber das ist jetzt eher Nebensache. Kommen wir erstmal auf die Frage zurück. Darauf war ich schon seit Minuten. Eine normale durchschnittliche Folge dauert ja normalerweise 25 Minuten. Ja, die Länge haben wir gerade erreicht. Ja, also, dann sagen wir jetzt einfach mal Schluss und wir helfen uns dir. Nein. Mal zum nächsten Mal auf, dann kann ich in der Zeit nochmal nachgucken. Nein, du gibst jetzt eine Antwort und dann beenden wir die Folge. Ja. So viel Zeit muss sein. Wenn die schon so eine Frage stellen, oh, Mann! Ich muss mich mal langsam entscheiden. Wir ziehen die Folge in die Länge. Wie gesagt, 50-50 Zusatz oder Risiko? Du kannst natürlich auch aussteigen, was ziemlich blöd bei zwei Jokern, aber ja. Ja. Drei Wöchchen später. Zusatzweise definitiv. Bringt der 50-50 irgendwas? Ich meine, hast du eine Tendenz zu irgendwas? Viele Monate später. Ich hätte eine Tendenz zu C. Wenn C das irgendwie für mich so irgendwie am sinnvollsten ist. Wenn C stehen bleiben würde, wenn 50-50 und keine Ahnung, noch irgendwas, würdest du C riskieren oder was würdest du eher machen? Ja, dann, wenn C weg ist, habe ich so richtig, komplett Schwachsinn erzählt in den letzten Minuten. Ja. So was kann natürlich passieren. Also wie gesagt, Zusatzjoker kann dir die Frage in jedem Fall beantworten. 50-50 ist dein eigenes Risiko, ob das machen willst oder nicht. Also ich erstmal gehe ich mal nochmal per Ausschlussverfahren ran. Rasenmähen darf legal Rasenmähen? Hä? Vor allem fortan, das heißt es war vorher verboten, jetzt nicht mehr. Ja. Wiesen, wässern soll, heuen, ernten muss, ich sag C. Final Answer. Darauf haben wir schon gewartet. Tja, stimmt das auch? Der Soundtrack ist jetzt auch bei mir zu Ende, das hat gepasst. Colorado war der erste Bundesstaat der Geschichte der USA, seit wo man fortan legal Gras kaufen durfte. Das ist richtig. Das ist super. Und es geht wirklich um das zweite Gras, nicht das einzige Gras. So, und wie schon vorhin angedroht, 8000, damit muss leider für heute bleiben. Ja, die Folge ist jetzt auch zu Ende. Richtig, wir machen gleich morgen weiter. Gedulden. Wir sehen uns wieder bei der nächsten Folge. Haben Sie noch einen schönen Abend und tschüss. Oha, das ist ja richtig eiskalt. Ich hoffe, euch hat es soweit gefallen. Das war's für heute. Morgen macht er weiter mit 16.000 Euro und zwei Joker noch in Petto. Das kann auch lustig werden. Ja, bis morgen. Viel Spaß und Däumchen während Träumchen. Tschüss. Wird er es schaffen? Das sehen wir bei der nächsten Folge. Und zwar nur hier auf Most Wanted 38.